Make Love, Not Law. Das Mod-RNA als vertragliches Aliud. Ein interdisziplinärer Zwischenruf. Am 24. Februar 2023 hatte ich auf der, den Leser dieses Magazins nicht unvertrauten, Seite Freiheitsfunken eine kleine Biologiestunde unter der Überschrift Uracil-substituierendes N-Methyl-Pseudouridin publiziert. Desoxyribonukleinsäure, DNA hieß es dort, besteht aus vier sogenannten Nukleinbasen. Cytosin, Adenin, Guanin und Thymin. Und weiter, Zitat: Aus Gründen, die vielleicht Gott allein kennt, wird Thymin in der korrespondierenden Ribonukleinsäure RNA nicht eingesetzt. Dort handelt die Natur stattdessen ersatzweise mit einer Base namens Uracil. Zitat Ende. Wer im menschlichen Körper zelluläre Vorgänge manipulieren möchte, indem er RNA injiziert, auf das dort neuartige Eiweißstoffe zur Entstehung kommen mögen, der steht augenscheinlich vor dem Problem einer hohen Fragilität dieser RNA. Sie zerfällt nämlich gerne schon dann, bevor sie neue Eiweißstoffe geschaffen hat. Für die Techniker unter den Biologen besteht daher die Herausforderung, die Botschaft für den Aufbau neuer Eiweißstoffe, die Message, in einer Weise in eine mRNA zu packen, die nicht allzu schnell wieder biochemisch vergessen wird. Impfarzneihersteller haben die gewünschte Stabilität der mRNA, wie man nun weiß, mindestens auch dadurch erhöht, dass sie das Uracil, im Jargon das U genannt, aus der RNA entfernten bzw. wegließen. Stattdessen ersetzten sie dieses U durch eine künstliche Substanz mit dem Namen N-Methyl-Pseudouridin. Auf Wikipedia heißt es zu dieser Substanz wörtlich, Zitat: In dem SARS-CoV-2-Vakzin von BioNTech Pfizer, auch bekannt als BNT162b2, Tocilizumab oder Comirnaty, sind alle Us durch N1-Methylpseudouridin ersetzt worden, ein Nukleotid, das mit Psi verwandt ist und eine Methylgruppe enthält, die dem N1-Atom beigegeben wurde. Zitat Ende. Wir wissen nicht, ob das Nobelpreiskomitee diese Freiheitsfunken im Februar 2023 gelesen und die Idee der Stabilisierung modifizierter RNA für so genial gehalten hat, dass es beschloss, die geistigen Eltern des Austausches zu ehren. Jedenfalls aber ging der diesjährige Medizin-Nobelpreis an die Konstrukteure dieser Naturverbesserung. Der Deutschlandfunk meldete am 2. Oktober 2023, Zitat: Der Medizin-Nobelpreis 2023 geht an Katalin Kariko und Drew Weissman. Die beiden entwickelten Methoden zur Modifikation von mRNA-Bausteinen. Sie legten damit die Grundlage zur Entwicklung von Impfstoffen, die zum Beispiel gegen Covid-19 schützen. Zitat Ende. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung feierte Joachim Müller-Jung die Preisverleihung tagesgleich als einen Coup der noblen Sonderklasse. Unter der Subline, Zitat: Ein Machtwort der Nobelorganisation. Warum der Medizin-Nobelpreis für die unbeirrbaren und immer wieder angefeindeten Entwickler von mRNA-Impfstoffen mehr als verdient ist, Zitat Ende, vermerkt er, der Preis sei der, Zitat, vielleicht wichtigste und cleverste Schachzug der Nobelorganisation gegen die zersetzenden antiwissenschaftlichen Falschinformationskampagnen in den vergangenen Jahren, Zitat Ende. Müller-Jung, der sein Biologiestudium mit einer Diplomarbeit über die Reptilienfauna in den Urwäldern von Madagaskar abschloss, urteilt damit hart über den US-amerikanischen Virologen, Immunologen und Molekularbiologen Robert Wallace Malone, einen, wie Wikipedia schreibt, Zitat, Co-Autor von Pionierstudien zur Entwicklung der Lipofektion mit mRNA, einer wesentlichen Technik bei späteren RNA-Impfstoffen, Zitat Ende, der die Nobelpreisentscheidung mit den Worten kommentierte,
Zitat: Carico und Wiseman erhalten den Nobelpreis nicht für die Erfindung von mRNA-Impfstoffen, denn das habe ich getan, sondern für das Hinzufügen von Pseudouridin, das die Herstellung einer unbegrenzten Anzahl von Spike-Toxinen in einer Plattform ermöglichte, die, wenn sie sicher entwickelt worden wäre, ein sicherer und wirksamer Impfstoff hätten sein können. Zitat Ende. Am 12. Januar 2018 hatte Drew Wiseman zusammen mit Norbert Pardy, Michael J. Hogan und Frederick W. Porter in der Zeitschrift Nature einen Aufsatz veröffentlicht. Titel: mRNA Vaccines, a New Era in Vaccinology. Indem er unter anderem auf die kategoriale Gleichheit zwischen mRNA-Impfungen und genetischen Interventionen hinwies. Zitat: Weil mRNA in die breite Kategorie der genetischen Immunogene fällt, können viele der Leitprinzipien, die für DNA-Vakzine und Gentherapievektoren definiert wurden, mit einigen Anpassungen entsprechend für mRNA angewendet werden, um die einzigartigen Möglichkeiten der mRNA wiederzugeben. Zitat Ende. Und er wies auf Entzündungsrisiken aus dem Autoimmunbereich hin. Zitat: Eine mögliche Sorge könnte sein, dass einige mRNA-basierte Vakzinplattformen potente Typ-1-Interferon-Antworten auslösen, die nicht nur mit Entzündungen einhergehen, sondern möglicherweise auch mit Autoimmunität. Daher sollte eine je individuelle Identifikation von erhöhten Risiken für Autoimmunreaktionen vor der mRNA-Impfung durchgeführt werden, um entsprechend verantwortbare Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen. Zitat Ende. Auch Thrombosen besorgten den Forscher seinerzeit. Zitat: Eine andere Studie zeigte, dass RNA außerhalb von Zellen Blutverklumpungen und pathologische Thrombenbildung begünstigte. Zitat Ende. Hier ist nicht der Ort, die schwierigsten naturwissenschaftlichen Streitfragen zu Chancen und Risiken der neuartigen Therapien zwischen Robert W. Malone, Drew Wiseman und Joachim Müller-Jung zu entscheiden. Klar allerdings ist, wird ein Impftherapeutikum im Verkehr als mRNA-Impfstoff bezeichnet, ohne dass für die Verkehrskreise aus impfenden Ärzten oder geimpften Patienten produktinformierend offengelegt wurde, inwieweit es sich der Sache auch tatsächlich um mRNA statt mRNA handelt, dann steht die juristische Frage im Raum, ob der bei der Behandlung zum Einsatz gebrachte Stoff tatsächlich der vertraglich versprochene war. Verpflichtet sich ein behandelnder Arzt nämlich vertraglich, seinen Patienten mit dem Produkt X zu versorgen, liefert er tatsächlich aber ein Produkt Y, dann ist nach Maßgabe des Paragraphen 434 Absatz 5 des Bürgerlichen Gesetzbuches BGB jedenfalls in Deutschland von einer vertraglichen Schlechterfüllung auszugehen. Zitat: Einem Sachmangel steht es gleich, wenn der Verkäufer eine andere Sache als die vertraglich geschuldete Sache liefert. Zitat Ende. Auf Latein: Der Arzt hat ein Aliud initiiert. Voraussetzung dieser Wertung ist natürlich, dass man die Lieferung einer mRNA anstelle einer mRNA als etwas wesentlich anderes ansieht. Gegen das voraussehbare juristische Argument, der Tausch von Uracil gegen N-Methylpseudouridin sei faktisch vernachlässigenswert und also haftungsrechtlich in der Sache unwesentlich, steht allerdings nun die Entscheidung des Nobelkomitees. Wenn jemand für den Austausch von X gegen Y einen Medizin-Nobelpreis enthält, spricht eher mehr als weniger dafür, dass er etwas Entscheidendes geändert hat. Der Nobelpreis macht das mRNA damit zum Aliud. Vielleicht entwickelt sich in diesen Kontexten eine Rechtsprechung, die unzureichend aufgeklärten und schon daher rechtswidrig behandelten Patienten zusätzlich Sachmangelansprüche entsprechend des Paragraphen 439 Absatz 3 BGB zuspricht. Zitat:
Hat der Käufer die mangelhafte Sache gemäß ihrer Art und ihrem Verwendungszweck in eine andere Sache eingebaut oder an eine andere Sache angebracht, bevor der Mangel offenbar wurde, ist der Verkäufer im Rahmen der Nacherfüllung verpflichtet, dem Käufer die erforderlichen Aufwendungen für das Entfernen der mangelhaften und den Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten oder gelieferten mangelfreien Sache zu ersetzen. Zitat Ende. Wir stehen nach allem medizinrechtlich offenbar erst am Anfang der Pandemieaufarbeitung. Zuletzt wird dann auch zu beurteilen sein, wie der Satz Joachim Müller-Jungs zur Sache zu werten ist, Zitat, als besonders hartnäckig hat sich die von Anfang an korportierte Überzeugung einer Querdenkerkaste erwiesen, mit der mRNA-Vakzine würden gesunde Menschen mit Gentechnik behandelt, Zitat Ende. Sie hörten einen Beitrag von Carlos A. Gebauer, nachzulesen bei Eigentümlich Frei unter ef-magazin.de. Erfrischend libertär seit 1998. Besuchen Sie Eigentümlich Frei im Netz und abonnieren Sie den Telegram-Kanal. Die Links finden Sie in der Beschreibung unter diesem Beitrag. Am Mikrofon verabschiedet sich Robert Paul.